Wir sehen drei leere Stundenpläne. Mit Drag and Drop lassen sich die Stunden leicht verplanen. Die grüne Farbe zeigt an, wo die Stunde kollisionsfrei verplant werden kann. Die verplante Stunde scheint nun in allen Stundenplänen auf. Rot bedeutet, dass die Stunde hier nicht verplant werden kann. Nun wollen wir einen Unterricht verplanen, bei dem vier Klassen teilnehmen. Auch im Übersichtsplan kann der Stundenplan leicht per Drag and Drop geändert werden. Diese Geografiestunde soll vom Algorithmus nicht mehr verschoben werden. Um eine Stunde zu entplanen, ziehen Sie diese in den Ablagebereich neben dem Stundenplan. Auch im fertigen Stundenplan bietet UNTIS nützliche Funktionen für das manuelle Nacharbeiten. Wenn ein direkter Tausch möglich ist, wird die Stunde grün hinterlegt. Tauschketten werden mit einem blauen Pfeil in der Stundenplanstunde dargestellt. Die Karteireiter zeigen Ihnen die Auswirkungen auf alle betroffenen Elemente. Und das noch bevor Sie den Tausch bestätigen.